Wir haben 50.000 Abonnenten. Und hier kommt unser Abo-Special. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute gibt es wirklich einen Erfolg zu feiern. Wir haben 50.000 Abos geknackt letzte Woche. Und jetzt wollen wir erstmal sagen, danke Leute, wir lieben euch, wir sind euch sehr dankbar. Es macht großen Spaß. Cheers auf euch. Und heute gibt es ein lustiges Special. Wir werden uns gegenseitig, Matze schmeißt vor lauter Freude sein Handy hinter der Kamera runter. Ist aber auch aufregend heute. Ist es jetzt auch kaputt. Ist auch aufregend. Wenn du schon so einen Krawall machst, Mensch. Ja, nochmal kurz zum Video. Also wir werden uns gegenseitig unsere lustigsten, spannendsten, tollsten Videos gegenseitig zeigen sozusagen. Und ihr werdet natürlich auch Ausschnitte sehen und wir werden euch ein paar Hintergrundstories liefern und werden einfach nochmal unsere Reise von 0 zu 50.000 Abonnenten dokumentieren. Genau, und wir starten mit deinem ersten Video. Was hast du uns denn da Feines mitgebracht? Ja, sollen wir mit dem peinlichsten anfangen? Nee, fang mal lieber mit dem ersten an, oder? Fangen wir mit dem ersten an, chronologisch. Ja, mein erstes Video sozusagen, es ist nicht ganz klar, welches das ist, wir haben ja ein paar hochgeladen, ist Smart zu 10.000 Euro. Ja, hier. Servus Leute, wir sind hier wieder von der Mission Money und heute haben wir was ganz Besonderes für euch dabei. Und zwar zeigen wir euch, wie ihr in nur 5 Jahren 10.000 Euro macht. Was sagst du dazu? Ja, das ist diese Trommelaktion, die war echt so peinlich. Ne? Das ist wirklich, dafür schäme ich mich heute richtig. Also man muss dazu sagen, Leute, das war so, dass wir tatsächlich ohne große Kameraerfahrung einfach mal vor die Kamera gedrängt worden sind. Und ja, du hast mich gedrängt, ja genau. Hier diese Einspieler hatten wir damals noch drin. Ja, das war eigentlich damals echt mehr ein Comedy-Kanal als alles andere, oder? Ich muss sagen, die schauspielerische Leistung ist mir sehr peinlich, aber es ist auch irgendwie sehr lustig, das nochmal zu sehen. Cristiano Ronaldo haben wir eingespielt, ja, genau, Affen. Genau. Ja, was will man noch? Und was auch sehr lustig ist, wir haben das Video, glaube ich, mindestens zweimal gedreht. Also praktisch, wir haben es einen Drehtag, haben das irgendwann gemerkt, oh, wir haben, glaube ich, vergessen damals, was eigentlich ein ETF-Sparplan genau ist oder irgendwas hat da gefehlt. Also der Kern des Videos war, darzustellen, wie man mit einem ETF-Sparplan innerhalb von, ich glaube, 5 oder 7 Jahren auf so 10.000 Euro kommt. Und wir haben halt den ETF erklärt und wir haben den DAX erklärt genau. Und so weiter und die Jahresperformances der Vergangenheit. Und was hatten wir vergessen? Natürlich diesen blöden ETF-Sparplan zu erklären. Deswegen ist das auch nicht so ganz klar, was ist jetzt eigentlich wirklich unser erstes Video. Also das war zumindest das erste, was wir jemals gedreht haben. Aber da mussten wir halt noch eine zweite Fassung machen. Bevor das irgendjemand noch jemals wieder sehen kann, werden wir das vielleicht einfach auf privat stellen. Ja, das, besser das, ist das für euch vor allem. Das wäre total angesagt, ja. Ey, das ist wirklich, und wie wir da aussehen noch, ne? Ja, das Aussehen. Also das war alles so total übertrieben. Guck dir das mal an. Also die Gestik, die Mimik und dann halt immer auf diese Jugendsprache alles gemacht. Das ist richtig männlich. Ja, guck dir das mal an. Nee, das ist nicht männlich. Das ist. Ja, guck mal, Mensch, was für ein Erklärbär ich bin. Ja, das ist das. Genau. Das ist wie so ein Fußballtrainer. Ja, das ist genau. Wie Diego Simeone. Das ist so wie Peter Neururer. Ja. Zu seinen besten Zeiten. Genau. Apropos Peter Neururer, ne? Ja. Also hier, cheers. Rudi Assauer, Prost. Würde ich sagen, kommen wir zu deinem ersten Video. Kommen wir zu meinem ersten Video. Genau. Wir zeigen dir heute, wie du mit 4 Must-Have-Aktien ein mega erfolgreiches Aktiendepot aufbaust. Ja, mein erstes Video sehen wir jetzt hier. Das sind die 4 Must-Have-Aktien. Und da muss man sagen, das war auch unser erster kleiner Hit sozusagen. Also das hat mittlerweile über 40.000 Aufrufe. Und das war damals auch das erste Video, was wirklich richtig gut angelaufen ist. Also ich glaube, da sind wir binnen kürzester Zeit tatsächlich so auf 3.000, 4.000, 5.000 Klicks gekommen mit 0 Abonnenten bzw. 100 Abonnenten war das schon gar nicht so übel. Ne? Also das war unser erster kleiner Viral-Hit sozusagen. Aber wenn man das mal sieht, das ist auch... Ja, das ist schon... Damals war auch meine Stimme lustigerweise noch anders. Kann man auch sozusagen Insider erzählen, weil ich hatte damals so ein bisschen chronische Halsprobleme, ein bisschen mit den Mandeln und habe mir dann die Mandeln kurz darauf rausnehmen lassen. Ich glaube, das war so im Oktober oder sowas und im Dezember sind sie dann rausgeflogen. Deswegen, danach wurde die Stimme deutlich besser. Ja. Also wer mich noch mit Kropf sehen will, muss ein altes Video gucken. Aber ich habe mich dann nicht auf alles gegeben. Es lohnt sich. Es klingt immer so ein bisschen, als würde ich ein bisschen Darth Vader und ein bisschen, als würde ich gleich ersticken. Aber auch ganz lustig, ne? Das, also so Smart zu 10.000 haben wir, glaube ich, die erste Version so richtig freigedreht. Da war, glaube ich, gar kein großartiges Skript mit dabei und nur so ein paar Stichpunkte. Und bei dem Video war das ganz genauso. Also ich hatte damals irgendwie um
Freitag nachts um 11 Uhr habe ich dann angefangen, irgendwie mal so ein Skript zu schreiben zu dieser Idee, also die vier Must-Have-Aktien. Ich hatte mir tatsächlich diese Frage gestellt, okay, welche Produkte brauchen wir jeden Tag, welche Produkte wollen wir jeden Tag benutzen, also welche Produkte sind so gut, dass wir sie jeden Tag benutzen wollen und welche Unternehmen stellen diese Produkte her. Und so sind wir dann über diesen alltagspraktischen Ansatz quasi zu diesen vier Aktien gekommen. Das waren übrigens Amazon, Facebook, Google und Nestle. Und alle vier haben sich tatsächlich ganz ordentlich entwickelt. Also ich glaube, mit Ausnahme von Nestle, die sind eher so in einem Seitwärtstrend, aber die anderen drei Aktien... Das ist auch eher so ein Substanz. Ja, genau, genau. Da war einmal Freitagabend nüchtern und ja, schon ja, kam ja, ganz nüchtern war ich da, glaube ich, nicht. Eine Idee raus. Ja, ja, genau. Hier Full Metal Jacket Einspieler, sehe ja, ich gerade, überragend. Ja, und das ist, guck dir mal an, wie schnell das damals auch alles noch geschnitten war. Ich scroll mal ein bisschen vor. Ja, das war ein Actionfilm. Ja, das war wirklich eigentlich wollten wir Actionhelden werden und jetzt sind wir auf einem ganz falschen Weg. Aber auch, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Mit dem Hintergrund okay. auch, ne? Ja, ja, das war okay. Es war schon Wahnsinn, wie auch wie lange wir damals eigentlich uns, was heißt, Zeit gelassen haben. Gut, wir waren ja praktisch komplett neu, wussten nicht, wie wir die Skripte schreiben, wussten nicht, wie wir das genau, was wir vor der Kamera eigentlich machen sollen. Und ja, es ist schon Wahnsinn, wie schnell man da eigentlich wird mit der Zeit. Und man wird ja trotzdem besser, das ist schon faszinierend. Ja. Meine Lieblingsszene ist übrigens diese Frage, wer oder was ist eigentlich der Wendelstein? Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall nochmal zeigen. Das zeigen wir nochmal, ne? Ja, Echo kann alles. Du kannst Echo auch fragen, wie hoch der Wendelstein ist. Der Wendelstein. Wenn der Echo dann gesagt hat, wie hoch der Wendelstein ist, was ist eigentlich der Wendelstein? Ja, genau. Ja. Da ging es um Alexa, der man jede Frage stellen kann. Genau. So, wie hoch ist der Wendelstein? Das ist, ich weiß gar nicht, wo der Berg genau ist. Halt irgendwo in... Ja. Ja, das waren so unsere ersten beiden Videos. Legendär. Legendär, genau. Gute alte Anfangszeit, ne? Ja, hier, das würde ich sagen. Also das Video ist mir relativ peinlich. Wir hatten damals eine sehr gute Idee, das kam auch ganz gut an, die Mission Money Champions League, also sozusagen Aktien analysieren aufgrund von festen Kriterien. Das finde ich auch nach wie vor gut. Nur, ja, da haben wir uns damals ein bisschen zu viel Gedanken gemacht, da haben wir eine Food-Aktie vorgestellt, Tyson Foods, und die machen halt sehr viel Fleisch, was die produzieren und verkaufen. Und da haben wir uns gedacht, das ist ja total witzig, wenn wir da mal so ein Steak kochen. Und heute haben wir uns für euch extra als Köche verkleidet. Denn Horst Lichter hier und ich, wir brutzeln ein schönes T-Bone Steak und analysieren ganz nebenbei die Aktie von Tyson Foods. Wie ich da schon dastehe, da könnte ich mir schon selber eine knallen. Wir waren leider nicht so ganz begabt dabei, ne? Also wir haben uns da ein bisschen schlechter angestellt als Horst Lichter und Co. Ja. Und guck mal an, wie ich da mit der Zange, wie... Das haben wir auch ein paar Mal gedreht, das kann man jetzt sagen. Ja, also das ist wirklich mit der Zange, also wirklich, das ist nicht... Ich war schon zu blöd, dieses Kraut da abzuschneiden mit so einer riesen Schere. Ja, da waren die Kriterien im Kopf, nur was du verstehst und so. Ja, nee, das war schon das mit war Dividenden, gut. Ja. Also wir waren auch bei Starbucks im Zuge dieser Serie. Wir hatten die Starbucks-Aktien noch vorgestellt und bei BMW waren wir auch. Das waren eigentlich ganz gute Videos. Also das auf Tyson Food, deutlich besser. Okay, das war vielleicht ein bisschen überambitioniert. Und ja, aber es ist schwierig, da so ein Steak halten. Und dann noch den Text aufsagen, vernünftig. Also das war echt, ja... Relativ peinlich, aber auch lustig. Aber ja. Trotzdem, heute würden wir es wahrscheinlich anders machen. Ja, und wir haben ja auch diese Mission Money Champions League haben wir ja auch abgeschafft, einfach weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht nur Aktien total hypen, also diese Kriterien, die wir da ausgewählt haben, hinter denen stehen wir nach wie vor. Also das sind auf jeden Fall Kriterien, die nicht schlecht sind bei der Aktienanalyse, bei der Aktienauswahl, diese zu beachten. Aber... wir sind dann halt umgeschwenkt so auf den Move des Monats, wo wir uns halt gegenseitig immer so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, auf Aktienanalysen, ganz klassisch, ohne halt dann immer mit so einem festen Outcome, ja, die Aktie muss man unbedingt haben. Weil es kann sich ja in der Zwischenzeit was ändern. Also, ne, die Videos stehen da jetzt und in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, wo die Tyson Foods jetzt hingelaufen ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Also, das bleibt doch streng geheim. Das wird man nie im so herausfinden können. Hoffentlich ist es nicht peinlich, hoffentlich nicht so peinlich wie... Dein peinliches Wie das Video. Nächste Video ja ist. Okay. Aktien, die jeder Hipster braucht. Und so verdienst du daran mit. Also hier, guck dir das an. Guck dir das an, schon wie das anfängt. Hier, warte, ich scrolle mal zurück. Mit den Bärten, ja, mit den Hipsterbärten. Überall. Das war damals unser Humor, ne? Also. Wobei, glaube ich, der Witz kam auch nicht von uns. Ich glaube, der wurde im Schnitt gemacht von Peter Blöd. Aber, also ich glaube, unsere Idee war es gar nicht mal. Nee. Aber... Da wir uns natürlich für alles hergeben, da wir uns für nichts genau, und damals, hatten wir diesen Spruch dann auch schon. Also auch bei dem Tyson Foods Video, da war ja immer hier, Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back.
Ja, den das wir dann später abgeschafft haben. Das waren noch goldene Zeiten, sage ich dir. Irgendwann hatten wir selber einfach keinen Bock mehr drauf. Das kam, so einfach ist es, weil ja viele gemeint haben, warum? Und ja, wir fanden es irgendwann selber scheiße. Also das war wirklich, ich glaube, da haben wir auch kein einziges Video so richtig bierernst genommen. Also das war so die Must-Haves für Millennials. Das ist wirklich so mein Tiefpunkt, weil ich glaube, da war tatsächlich nur Blödelei drin. Das war, da war irgendwie kein, da war echt null Substanz drin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also ich weiß ungefähr noch, worum es ging, aber so richtig... Das war nur noch Clownerie. Also da muss man wirklich mal, ich meine... War das mit dem Hathaway-Witz? Ich glaube schon. Nach Griechenland fliegen und so? Und ich glaube, was... Ja, der Koloss von Rhodos und irgendwas mit Kabelbindern und Wodka und so weiter. Ja. Also das war schon... Aber dann könnte es ja fast noch mein Lieblingsvideo werden. Ja, genau. Also bei mir ist es leider das peinlichste Video geworden. Ist schon eher... Aber ihr könnt euch auch peinlich. Das Video Geld verdienen mit Urlaubsaktien oder so. Das könnt ihr euch auch nochmal zu Gemüte führen. Vor allem auf dem du den schönen Schuh trägst. Ja, genau. Das ist ganz großartig. Obwohl du auch hier sehr gut aussiehst auf dem Thumbnail mit dem Hipster-Bart. Das stimmt. Das ist auch... Ich sehe aus wie Old Shatterhand ein bisschen. So ein bisschen. Was ist das? Ach so, genau, da sind wir so einen Tagesablauf durchgegangen. 7 Uhr aufstehen und dann guckst du erst aufs Handy und um 9 Uhr sitzt du dann in der Bahn und... Ja, die Idee so Peter Lynch-Style schaut. Ja, genau. Ach so, da gehst du erstmal zu Starbucks. Die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie, ja, die Umsetzung hat nicht wirklich funktioniert. Das war so ein bisschen... Ja. Aber, nee, ist dann, ich glaube, das war auch so das Video und die Kommentare darunter... haben es dann also auch verraten, dass sie halt gesagt haben, ey Jungs, ihr seid ja echt irgendwie ganz sympathisch und die meisten Videos sind auch echt ganz gut. Aber das war jetzt nur noch Clownerie und das war halt so dieser Moment, wo ich halt auch gedacht habe, okay, wir müssen vielleicht uns ein bisschen anders in eine andere Richtung entwickeln, ein bisschen anders positionieren. Und das haben wir dann auch getan. Aber das, glaube ich, ist auch genau die Stärke von einem Kanal, dass wir wirklich, das ist wirklich so das Klischee, aber wirklich fail fast, fail cheap, better done, Better done, better perfect. Ja, genau. Aber dass wir wirklich angefangen haben und auch noch nicht ganz genau wussten, was wir machen. Aber man sieht halt im Endeffekt, du musst halt anfangen und brauchst dann vielleicht auch ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr, bis du halt dahin kommst, wo du hin willst oder bis du erstmal rausfindest, wo du überhaupt, wo es hingehen könnte und was für Potenziale da sind. Das ist im Nachhinein, bin ich wirklich froh, dass wir überhaupt angefangen haben, weil wenn wir, das Problem ist, ich glaube, wenn wir angefangen hätten, wenn alle gesagt hätten, so, das ist es jetzt, dann hätten wir, ich weiß nicht, ob wir schon angefangen hätten. Wir hätten ja ein halbes Jahr auf die Moderationsschule gehen können oder so oder irgendwelche Fortbildungsseminare, hätte mit Sicherheit nicht geschadet, aber ich glaube, es war tatsächlich auch so besser, weil die Leute, die von Anfang an mit dabei waren, die haben halt auch unsere komplette Entwicklung dann irgendwie mitverfolgt folgen können und ich glaube, dass uns das auch einfach irgendwie authentisch macht und man sieht halt auf jeden Fall auch, naja, dass das alles noch nicht das Gelbe vom Ei war ganz am Anfang. Ja und auch wirklich so ein komplettes Kunstprodukt, wenn man sagt, okay, das steht jetzt von null auf heute perfekt da, ja, ich weiß auch nicht, ob das immer so funktionieren kann. Genau. Gut, vielleicht im Fernsehen, da geht es vielleicht nicht anders, aber ich glaube, also ich bin ganz sicher, dass die erste Version von Facebook, die dann live gegangen ist, mit Sicherheit auch nicht vergleichbar ist mit dem Facebook von heute, also insofern... Ist doch gut, wenn man diese Entwicklung dann einfach sieht und mitverfolgen kann. Und wenn wir noch was zu lachen haben von früher und ihr erst recht. Aber ich glaube, so ein paar Videos müssen wir wirklich mal offline nehmen. Also letzte Gelegenheit, Leute. Ich habe sie schon alle gelöscht. Ja, sehr gut. Das ist nur noch die Datensicherung hier auf dem iPad. Letzte Gelegenheit für euch nochmal in diese alten Schinken reinzugucken. Vielleicht sind sie irgendwann nicht mehr da und landen im Giftschrank von Peter Blöd. Jetzt haben wir gerade über die Entwicklung gesprochen, wie wir uns nach vorne bewegt haben. Und jetzt kommt so... Der Game Changer, wo man wirklich, glaube ich, gemerkt hat, okay, das könnte was werden. Davor lief es auch schon okay, aber das war wirklich so für uns beide, glaube ich, spreche ich da. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Aber auch mein persönlicher Game Changer war das Interview mit Dr. Daniel Stelter. Die Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Das sagt unser heutiger Gast, Dr. Daniel Stelter. Ja, das kam relativ spontan. Ich glaube, du hast mit ihm telefoniert und dann meinte der, glaube ich, ich bin irgendwie zufällig in München. Ja. Also das war so, ich habe nachmittags, ich glaube, an einem Mittwochnachmittag habe ich einfach einen Blog-Eintrag von ihm gelesen. Beyond the Obvious heißt der Blog. Und irgendwas Interessantes über Helikoptergeld. Und ich habe mir gedacht, Daniel Stelter, ich hatte sowieso schon mal fürs Heft mit ihm gesprochen, ihn schon mal interviewt. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich rufe ihn mal an und frag mal nach, wie es aussieht mit einem Interviewslot. Und er hat dann schnell zurückgerufen, irgendwie 10 Minuten später und sagte, Herr Bautzes, ich bin morgen in München. 9 Uhr habe ich einen Termin bei Burda und 8 Uhr können wir drehen. Stimmt, da mussten wir so früh aufstehen. Das war genau. Deswegen sehen wir da auch so verschlafen aus. Bisschen blass. Genau. Da sind wir echt ein bisschen blass.
Aber genau. Stelter sieht gut aus und Stelter hat es auch echt gerockt. Ne? Ja, und das muss man sagen, das war halt der erste Blockbuster. Also das hat wirklich, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell es ging. Das hat dann auf jeden Fall angezogen und irgendwann, ja. Das war wirklich Wahnsinn. Also ja. Dann kam es ins Rollen und ich weiß noch, das war dann über ein Wochenende. Da sind wir gewachsen wie blöde. Ich weiß nicht, ich saß da irgendwie am Samstagabend im Bus, da war irgendwie Schienenersatzverkehr. Und ich habe wirklich, ich war in der YouTube-App mit dem iPhone und habe wirklich... immer refreshed alle paar Sekunden und es waren einfach gefühlt immer bei jedem 20. Refreshen 5-10 neue Abos da. Das war Wahnsinn. Also ich glaube, wir hatten damals, wann ist das rausgekommen? Steht das hier? Das müsste so Oktober, November oder sowas gewesen sein. Ja, ich glaube, das war im Oktober. Also da hatten wir so 5.000, vielleicht 6.000 Abonnenten und sind dann super schnell tatsächlich auf 8.000 oder 9.000 hinaufgeschossen wegen dieses Videos. Im Dezember hatten wir dann, also im Dezember 2017, die 10.000 geknackt. Und das war auf jeden Fall auch eines der Videos, was uns da hinaufgespült hat. Ich glaube, ein Spruch von Mario war so, wir haben ein Monster erschaffen. Das war wirklich, ja. Jetzt hat er über 200.000. Das Gute ist ja, wir haben auch Videos, die deutlich mehr haben, noch kommen wir vielleicht später noch dazu, aber der ist halt wirklich damals gelaufen wie blöd. Und als der dann über 100.000 war und wirklich die Abos durch die Decke, da haben wir gemerkt, okay, das machen wir jetzt weiter. Das könnte was werden hier. Das könnte was werden. Aber mein Gamechanger setzt ein bisschen früher an, vor dem Stelter-Interview. Und zwar ist das folgendes Video. Wir interviewen heute den ETF-Experten Gerd Kommer. Unter anderem zum Steuervorteil von Buy and Hold. Ja. Jetzt geht's, oder? Ne? Müsst ihr mitkommen. Ja, das Video mit Gerd Kommer, das erste Interview jemals auf unserem Kanal, das war tatsächlich mein Gamechanger. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte nach den Millennials-Aktien und ich glaube, wir hatten auch nochmal eine Twitter-Strategie und nach dem Mission Money Champions League und so weiter, dass wir uns irgendwie in eine andere Richtung entwickeln müssen. Und dann bin ich halt auf diese Interview-Idee gekommen, dass wir halt uns ein USP einfach damit erarbeiten könnten, weil ich halt, bei den Mitbewerbern oder bei den anderen YouTube-Kollegen Aktien mit Kopf, Finanzfluss, Talerbox und wen es da so alles gibt, gesehen habe, dass die also kaum mit Interviews arbeiten, sondern halt mit Tutorials und viel mit so Mindset-Geschichten, zum Beispiel beim Kolja. Und da habe ich halt gedacht, wir müssen uns ein bisschen externe Expertise mit dazu holen. Und wie ich auf den Komma gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig, weil ich war beim Kapitalgipfel 2017 letztes Jahr und ich kannte den Komma gar nicht, habe da seinen Vortrag gehört und habe so gedacht, ja, fachlich super. Ein bisschen, sagen wir mal, unterhaltsamer könnte es schon sein, aber die Leute haben ihn so gefeiert. Also nach dem Event gab es halt so ein kleines Get-Together und da haben halt wirklich 20, 30 erwachsene Menschen um Komma herumgestanden mit den Büchern, also souverän investieren in Indexfonds und ETFs und haben sich da Autogramme abgeholt, also gestandene Männer. Und ich habe so gedacht, was ist denn da los? Wer ist denn dieser Typ? Also wird gefeiert hier wie ein Rockstar. Und dann habe ich ihn halt kontaktiert und wir haben dann diese beiden Interviews bei ihm in der Get Comma Invest GmbH gemacht. Und es war sehr warm an dem Tag. Es war super warm. Und was auch lustig war, wir haben uns gedacht, so sehr seriös, weil das war der neue Weg, den wir da einlenken wollten. Guck mal, da glänzen wir da auch wie die... Das war wirklich brutal. Also wir waren bei Comma in der Sendlinger Straße, glaube ich, ist das. Mitten in München, beim Sendlinger Tor ums Eck. Ja. Und wir haben uns auch gedacht, das ist ganz seriös. Und dann haben wir eigentlich irgendwann gemerkt, okay, der Kommer ist eigentlich ein ganz witziger. Also nett fanden wir ihn von Anfang an, aber der war dann eigentlich gefühlt irgendwann im Video witziger als wir. Und haben gedacht, dann so ernst müssen wir es jetzt auch wieder nehmen, also nicht zu steif werden. Und was Timo richtig gesagt hat mit den Interviews, das ist ja, glaube ich, schon lange unsere Stärke. Es ist auch tatsächlich, das wird vielleicht auch mal ein bisschen unterschätzt, wir haben natürlich da auch schon ein bisschen Erfahrung jetzt journalistisch, schon einige Jahre und haben natürlich auch die Kontakte, klar, die jetzt vielleicht auch die anderen Kanäle nicht kriegen oder jetzt irgendwelche Privatpersonen. Und ich denke auch, dass das wirklich die große Stärke mittlerweile ist. Uns macht es auch großen Spaß. Mhm. Euch wohl auch, wenn man sich die Klicks anschaut und wen wir jetzt schon alles hatten, Dirk Müller und so weiter und so fort, kommt ja auch bald wieder auf unserem Kanal. Also das war Stelter auf jeden Fall ein Gamechanger. Stelter kommt übrigens auch bald wieder, weil da kommt ein neues Buch und das haben wir uns schon vorab gesichert oder beziehungsweise werden es uns, jetzt kommt mir das Bier schon hier hoch, vorab sichern. So,
Genau, übrigens, das kann man auch noch erzählen, so kleiner Fun-Fact irgendwie, ne, zu den Videos ganz am Anfang. Man muss auch dazu sagen, dass wir nicht in jedem Video ganz nüchtern waren. Also das heißt, das hier ist quasi so ein kleines Revival, dass wir mal wieder vor der Kamera trinken. Denn da gab es ein paar Videos, wo wir uns tatsächlich so ein bisschen Mut antrinken mussten. Ich glaube, wir hatten da so eine Serie, Werde zum Superinvestor oder so hieß ja, das. Ja, so eine vierteilige, ja. Aktien kaufen wie die Profis, die richtige Exit-Strategie und so weiter. Aber lustigerweise, damals glaube ich, auf haben wir recherchiert beim Buch von Elsässer, der jetzt mittlerweile Stimmt. fester Bestandteil von unserem Kanal ist. Also genau. Da sieht man schon, dass das irgendwie alles dann wieder hinten so. Und vorne zusammenwächst, ja, ja, zusammengehört genau. sozusagen. Aber da haben wir uns tatsächlich so ein paar kleine Wodka-Shots irgendwie vorab gegeben, bevor wir dann wirklich gedreht haben. Und ich glaube, also wenn man genau hinschaut, dann sehen wir da A, nicht mehr ganz nüchtern aus und B, fällt uns die Aussprache da auch schon ein bisschen schwerer. Ja, aber es ging immer gefühlt immer schneller. Das Problem ist, wir haben dann rumgeblödelt, wir waren dann irgendwann super drauf und die zwei Jungs hinter der Kamera haben gelitten und meinten dann so, jetzt reißt ihr mal zusammen. Und irgendwann hat Peter Blöck gesagt, so, jetzt gebt mir auch mal die Wodkaflasche und dann hat er sich auch noch einen reingeschossen, um uns besser auszuhalten. Ja, das waren aber wirklich die Anfangszeiten. Das machen wir schon lange nicht mehr. Mittlerweile sind wir auf Koks umgestiegen, das ist ja ein bisschen niveauvoller. Matze, wir können einfach weitermachen, oder? Wo ist denn der jetzt hin? Der ist da rausgerannt. Aber ich sehe ihn gar nicht mehr. Jetzt kommen wir zum Blockbuster schlechthin. Dr. Markus Krall hatten wir vor der Kamera. Und das ist, muss ich sagen, ein Überraschungserfolg. Also wir wussten, dass der Mann spannend ist, dass das ein mega spannendes Thema ist. Wir haben auch noch eine Titelgeschichte draus gemacht für Focus Money. Aber dass das Ding so abgeht, das war jetzt schleicht sich hier Matze gerade. Das ist auch mal wieder ein Blick hinter die Kulissen. Rein und er hat mittlerweile, um es kurz noch zu sagen, 555.000 Aufrufe. Die Sache ist die, dass ich die Politik der EZB schon lange ein bisschen kritisch betrachtet habe, ist dann kein Geheimnis. Und irgendwann mal bin ich an der EZB in Frankfurt vorbeigelaufen, also an dem alten EZB-Gebäude, in dem jetzt der SSM beheimatet ist. Da zufällig unser Bürogebäude direkt nebendran ist, kommt das auch öfters vor. Und als ich da so vorbeilief, stieg mir so ein Geruch, ein echt stechender Geruch in die Nase. Fragen Sie nicht, woher ich den kenne, aber es war mir sofort klar, dass es sich dabei nicht um etwas handelt, was man so im legalen Handel erwerben kann und was als Genussmittel per Rauch verzehrt wird. Und ich gucke mich also um und das Einzige, was ich sehe, ist das EZB-Gebäude. Und da dachte ich bei mir, das darf ja wohl nicht wahr sein. Es ist sensationell gut. Damit hätten wir auch wirklich niemals gerechnet. Und die Entstehungsgeschichte ist eigentlich auch ganz spannend. Und zwar haben wir ganz gute Kontakte aufgebaut zum Finanzbuchverlag hier in München. Und da war ich mit dem Pressemann, mit dem Julian Nebel, war ich irgendwann mal im Ferry hier im Arabella-Park in München. Und wir haben Freitagabends haben wir da ein paar Drinks genommen und mal so gebrainstormt, was können wir denn da noch alles Gutes zusammen machen. Und er hat uns dann wirklich den Markus Krall vorgeschlagen, das Buch Draghi Crash. Meinte, wäre sensationell, gut geschrieben, wäre auf den Punkt, wäre analytisch, ein bisschen polemisch, aber müsste man unbedingt machen. Und dann war das so, ich glaube, wir haben diesen Flash-Crash gedreht. Also da gab es doch den Flash-Crash im Februar. Februar, genau, ja. Und da bin ich zu einem Kollegen bei uns in der Redaktion hin und wollte da so ein, zwei Fragen beantwortet haben, habe das Buch da gesehen und sagte, ach ja, hier den Markus Krall mit dem Draghi-Crash, den zerren wir auch bald vor die Kamera. Und dann sagte der liebe Kollege, ja, das müsst ihr unbedingt vorne mal mit dem Chef besprechen, weil... War das Andi, oder? Das war Andi, ja. Genau. Dein Andi Körner, hier, schönen Gruß. sind wir halt vor zum Chef und der sagte, ja, unbedingt machen. Also macht das unbedingt mit dem Video. Wir werden auf jeden Fall eine große Titelgeschichte machen. Und dann haben wir uns zu dritt zusammengesetzt, haben dann ein paar Fragen uns ausgedacht und dann ist das wirklich ein sensationell gutes Video geworden und auch eine sensationell gute Titelgeschichte hat sich wie Hulle verkauft. Hat sich mega verkauft. Das Buch von Markus Krall ist übrigens heute noch in Amazon, irgendwie, ich glaube, im Bereich internationale Wirtschaft immer noch auf Platz 1. Also der hat auch durch uns der super verkauft. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen stolz, ist auch ein bisschen dankbar, freut sich da. Haben auch einen guten Kontakt zu ihm und ich glaube, wir können auch schon mal ankündigen, dass wir den auch bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Was auch lustig ist, auch zugegeben, wir kannten ihn, ich glaube, du kanntest ihn vorher auch nicht, oder? Nee. Ich hatte den Namen auch nicht gehört und wirklich spannend. Also ich kann sagen, ja, ich weiß nicht, ob es der kompetenteste Mann war, den wir immer standen. Auf jeden Fall zählt aber zu den kompetentesten. Auf jeden Fall. Sehr beeindruckende Persönlichkeit, super. Wirklich verbal, eloquent, auf den Punkt. Also
sowas sieht man selten. Ja. Und fachlich halt auch mega gut, weil oft sind ja so Leute, die fachlich sehr gut sind, können das schwer ausdrücken oder schweifen dann ab. Und er ist da wirklich... Super komplexe Themen, total einfach dargestellt. Also so, dass jeder, der auch kein irgendwie Volkswirtschaftsstudium absolviert hat, da einfach mitkommt und sich das wirklich plastisch vorstellen kann, was da auf abstrakter Ebene einfach so los ist. Und er schuldet uns sowieso noch eine Flasche Champagner, die hat er uns versprochen. Stimmt. Also deswegen, er muss unbedingt nach München kommen, wenn sein nächstes Buch rauskommt. Schwarze Schwäne heißt es, glaube ich. Und da sind wir sehr gespannt. Also ich glaube, wir werden in diesem Jahr wieder was machen. Und ein Funfact noch, ich will es jetzt nicht zu genau verraten, aber es gab damals ein Gerücht, dass diese Titelgeschichte von Focus Money, als sie fertig war, dass das Heft irgendwie an Frau Merkel weitergegeben werden sollte. Ob das passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht Frau Merkel, wenn Sie das Video gerade gucken, wie natürlich jedes von unseren Videos, vielleicht können Sie in die Kommentare schreiben, ob wie das sie, Heft angekommen ist. Wie Sie das Heft fanden. Bestimmt gut, oder? Sehr schön. Unsere nächste Rubrik heißt Lieblingsvideos und da habe ich zwei Stück. Eins hat tatsächlich nicht auf unserem Kanal stattgefunden und zwar waren wir da bei Horst Lüning. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir Gäste hier bei whisky.de in Seeshaupt. Und zwar stellt euch bitte selber vor, ihr seid... Wir sind die Jungs von der Mission Money. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsvideos von uns, also beziehungsweise nicht von uns auf dem Kanal, sondern halt einfach, in denen wir mitmachen, weil ich glaube, Horst uns da wirklich sehr schön interviewt hat und uns da einfach ja, so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt hat, wie sieht denn das eigentlich aus mit eurem Kanal, welche Philosophie steckt dahinter, wie tickt ihr als Persönlichkeiten, was wollt ihr erreichen, was habt ihr für Ziele und besonders auch, wie ist denn da eigentlich so diese Zusammenarbeit mit Focus Money, die konnten wir nochmal schön auf den Punkt bringen und aufklären, also jeder, der jetzt noch meckert in den Kommentaren, ja, ihr seid ja hier diese Mainstream-Medienmacher von Focus Money. Und wir sind natürlich gesteuert. Dann, und gesteuert aus dem Bundeskanzleramt und so weiter. Guckt euch doch bitte einfach dieses Video an. Da wird das alles ganz genau erklärt, wie da die Zusammenarbeit läuft. Wir befruchten uns gegenseitig. Wir profitieren von den Ressourcen der Redaktion, unter anderem von dem Bloomberg-Rechner. Und uns wird eigentlich zu 90% nicht reingepfuscht ins Handwerk und in den Content. Nee. Genau, und was wir jetzt sagen, ist halt auch im Endeffekt, ja, das sind halt wir und nicht irgendwer. Ja. Sonst, glaube ich, anders wäre es auch schwierig, weil so gute Schauspieler sind wir nicht. Da müsst ihr das hat man in den ersten Videos gesehen. Die alten Videos angucken, genau. Also hier der Horst, ne? Schöner Gruß übrigens. Da werden wir auch bald nochmal eine kleine Neuigkeit verkünden, aber das machen wir jetzt noch strenger nicht. Noch strenger heim. Aber jetzt kommen wir hier zum nächsten Lieblingsvideo von mir. Er ist 29 und möchte mit 40 in Rente gehen. Und wie er das machen will, erklärt uns heute Oliver Nölting. Und zwar fand ich wirklich den Frugalisten ganz beeindruckend. Also den Oliver Nölting, das Interview mit ihm, darum gehe ich mit 40 in Rente und ihr schuftet weiter, haben wir es dann genannt. Ich fand den Oliver super sympathisch und ich habe es tatsächlich auch nicht kommen sehen, als ich zum ersten Mal mit ihm telefoniert habe. Ich kannte seinen Blog, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, ein bisschen rumgestöbert, fand das Konzept ganz spannend und ich bin schon wieder durch einen Vortrag von Gerd Kommer auf dem Kapitalgipfel inspiriert worden. Diesmal allerdings im Jahr 2018. Und zwar hatte Kommer also in seinem Vortrag dieses Konzept der Frugalisten total zerpflückt, beziehungsweise das Konzept der finanziellen Freiheit, wie es halt in Büchern dargestellt wird von Bodo Schäfer und diversen anderen Autoren. Und das hat er wirklich ganz süffisant gemacht. Habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich habe dann wirklich gedacht, okay, dann laden wir doch mal den Oliver Nölting ein und organisieren tatsächlich auch ein Streitgespräch. So, das Streitgespräch ist ein gutes Video. Ich und bin mit zufrieden. Wem, mit wem? Mit Gerd Kommer natürlich. Mit Sir Gerd Kommer, unsere Allzweckwaffe hier bei der Mission Money. Aber ich finde das Interview mit dem Oliver tatsächlich spannender. Ich finde, das ist einfach so ein wirklich entspanntes Gespräch. Er hat es kompetent und sympathisch erklärt einfach, jeder kommt da mit und man muss nicht völlig d'accord gehen mit dieser Lebensweise, für uns beide wäre es zum Beispiel nichts, aber man kann sich ein bisschen was abschauen von ihm und ich finde auch die Strategie, mit 40 in Rente gehen zu wollen oder zumindest dieses Ziel, finde ich sehr ambitioniert und warum eigentlich nicht? Mir hat er auch sehr gut gefallen und er kam auch sehr gut an, also bei den Likes, bei den Aufrufen sowieso. Total, ja. Weil man, glaube ich, einfach merkt, er ist echt und das passt zu ihm. Und er hat ja selber auch gesagt, das passt der Lifestyle. Du hast es gerade gesagt, zu uns wird es nicht wirklich passen. Und er hat auch selber gesagt, das muss zu einem passen. Und bei ihm merkst du halt einfach, okay,
Ja, der ist so, dem macht das Spaß und der ist vor allem auch irgendwie zufriedener. Genau, also genau. Ich glaube, der strahlt einfach so eine Ruhe, so eine Gelassenheit aus. Genauso hat er das auch alles erklärt. Da ist keine Hektik, das ist einfach ganz ruhig. Und der fühlt sich auch nicht angegriffen, wenn man jetzt sagt, okay, ist das jetzt wirklich so toll? Der ist einfach, ja, besonders selig. Auch einfach, dass er sich so viele intensive Gedanken gemacht hat, auch wie er das dann später managt mit den ganzen Entnahmeplänen. Das fand ich super spannend und da müssen wir eventuell auch nochmal ein Video drüber machen, wie kann man denn eigentlich dann später, wenn man in Rente ist, egal ob mit 40, mit 50, mit 60 oder mit 70, ist ja völlig wurscht, aber wie kann man dann halt sein Vermögen so managen, dass man davon gut leben und auch ein bisschen zehren kann. Also das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es ja diverse wissenschaftliche Studien, vorrangig aus den USA, und da kommt mit Sicherheit mal was. Also Oliver, nochmal schöne Grüße, wir sind ja, beide genau. Fans geworden sozusagen, ja, von dir. Absolut. Ja, Lieblingsvideos ist tatsächlich schwer. Da gibt es einige, wo man sich gerne erinnert, wo man wirklich auch, die man gerne zeigen würde. Ich habe mich jetzt für 6 Dinge, die wir gerne mit 20 über die Börse gewusst hätten, entschieden. Und heute wollen wir euch mal wieder erzählen, was wir gerne schon mit 20 oder noch früher am besten über Geld und Börse gewusst hätten. Das ist leider von der Optik her nicht optimal. Wir hatten damals ein bisschen Raumprobleme. Ich glaube, wenn das optisch noch ein bisschen schöner wäre, dann wäre es vielleicht noch besser gelaufen. Aber immerhin über 30.000 Aufrufe. Und ich mag, wie gesagt, diese Real Talks gerne, weil das haben wir, glaube ich, auch irgendwann im Laufe des Kanals gemerkt. Am Anfang war das alles sehr schnell geschnitten, sehr bam, 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 den Text runter. Und das machen wir mittlerweile natürlich auch noch, wenn es ein bisschen straighter präsentiert werden soll. Aber die Real Talks haben wir zwischendrin auch ganz gut gemacht. Ich weiß noch, als wir das zum allerersten Mal gemacht haben, da haben wir irgendwie 20 Minuten durchgeredet, hatten irgendwie keinen Hänger. Vorher wussten wir auch nicht, okay, vor allem zu zweit ist es dann auch nicht so einfach. Ja. Wobei es ist im Zweifel einfacher, weil wenn du alleine bist und dir fällt nichts ein, zu zweit einem fällt halt immer was ein. Aber trotzdem war das gar nicht mal so leicht, wie gesagt, jetzt ohne Training, ohne sich groß abzusprechen. Und es ist halt einfach auch YouTube-ig, ne? Also da sind dann diese ganzen S und M's und die ganzen Versprecher und komischen Sätze, die halt mit irgendwie falschen Wörtern angereichert sind und so, die sind da halt irgendwie drin. Und das ist zwar dann nicht optimal, wenn man sich das anschaut, da denkt man schon, oh ja, okay, den Satz habe ich jetzt total verkackt, aber es ist halt irgendwie auch YouTube-ig. Und das ist halt unser Anspruch, dass wir da auch mittlerweile einfach auch ein bisschen professioneller unterwegs sind als so der YouTube-Standard. Aber dass wir halt trotzdem irgendwie noch authentisch daherkommen und dass uns die Leute halt einfach irgendwie als lockere Präsentatoren von Finanzthemen so wahrnehmen. Also wir sind keine Nachrichtensprecher, wir sind jetzt auch nicht beim ZDF-Heute-Journal. Und weißt du, was ich auch so gern mag bei so Real Talks über dem? 6 Dinge, wo halt jeder bereitet 3 Punkte vor und es ist relativ offen, locker, man kann wirklich ein bisschen ausholen und man kann auch persönliche Geschichten erzählen. Und das finde ich sehr schön, wenn man sich dann so abwechseln kann, dann kann man sich ein bisschen die Bälle zuspielen. Da können wir uns ein bisschen austauschen. Also wir kommunizieren schön miteinander und auch schön mit dem Publikum und das macht einfach Spaß, weil ich glaube, da hat man auch irgendwie so das Gefühl, da lernt man auch irgendwie selber nochmal was, weil man setzt sich dann nochmal, man setzt sich sozusagen mit seiner eigenen Historie ein bisschen auseinander, mit den Fehlern, was man gelernt hat. Mit dir, da lernt man auch nochmal was und dann auch mit den Kommentaren und so weiter und so fort. Das finde ich, das macht halt richtig Spaß. Das ist echt, wie du es genau gedacht hast. Das ist halt auch der große Vorteil, dass wir so als Typen eigentlich auch tatsächlich unterschiedlich sind und auch in vielerlei Dingen einfach so andere Ansätze kommen oder andere Ansätze verfolgen, andere Perspektiven auf ein Thema einnehmen, aber dass wir im Konsens, also im Großen und Ganzen, also dann doch auch irgendwie eine Einheit sind und... Ja, wie so ein Ehepaar. Wie so ein altes Ehepaar, ganz genau. Also wir sind da schon... Wird auch mal gestritten, aber obwohl eigentlich nicht. Wir lassen unseren Frust immer nur an den 2 Jungs hinter der Kamera aus. Ja, die müssen leiden. Und dann gibt es wieder eine Versöhnungspilsette. Mir gefallen übrigens auch diese Formate, wo wir einfach so, also so ein Pro und Contra, das fand ich auch gut. Also so die Facebook-Diskussion hat mir gefallen. Tesla fand ich noch nicht ganz optimal in der Präsentation. Also dieses Pro und Contra Tesla, das kam letztes Jahr im November, glaube ich, raus. Aber diese Formate, das sieht man auch an der Diskussion in den Kommentaren, die dann sich daraus entspinnt, die kommen halt irgendwie gut an bei euch. Und deswegen werden wir die auf jeden Fall weiterführen. Unbedingt. Okay, Geheimtipps. Da habe ich 3 Stück mitgebracht. Wir interviewen heute einen der Gründer von Scalable Capital. Alles über Startup-Kultur und Unternehmertum. Wie
Wir gucken jetzt mal ganz kurz in jeden rein. Das erste ist hier das Interview mit Erik Potzewald, dem Co-Founder von Scalable Capital. Die haben Matze hinter der Kamera und ich dann schon von Anfang an eigentlich mitverfolgt. Also im Dezember 2015 waren wir erstmalig in den damals noch ziemlich kleinen Büroräumen und haben den Erik und seine Mitstreiter interviewt, unter anderem Professor Dr. Stefan Mitnick und ich wüsste das. Also, falls wir es nicht geschnitten haben sollten, es gibt da einen Insider, den werden wir jetzt aber nicht verraten. Nein, genau. Aber trotzdem sehr lustig. Das Interview mit Erik war total gut und ich habe es neulich nochmal geschaut und deswegen musste ich es unbedingt irgendwie mit reinnehmen, dass wir, also A, haben wir es gut gemacht, wir haben es echt gut geführt, das Interview, B, hat er sich super präsentiert. Ist auch ein cooler Typ. Und cooler Typ, ja. Wirklich. Schönen Gruß an Erik. Und er hat halt wirklich transportiert, dass er so eine richtige Haltung hat als Entrepreneur und hat auch mal aufgeräumt mit diesen ganzen, was mir wirklich auf den Sack geht, diese ganzen Instagrammer irgendwie, die einen auf Entrepreneur und Hustle und Entrepreneur-Life und so weiter machen und dann steckt da nichts dahinter außer Social-Media-Aktivität. Also das ist bei Scalable Capital nun mal gar nicht der Fall. Die haben mittlerweile, verwalten die eine Milliarde an Kundengeldern. Die sind echt gut unterwegs und wer weiß, was da noch alles passieren kann bei denen. Da sind wir uns schon wieder einig. Ich habe mich drüber neulich erst mal im Blog ausgelassen. Ich habe sogar ich weiß nicht, ob du das zufällig gelesen hast, ich glaube nicht, weil ich das über das Hustlen und so, ich kann es wirklich auch, da muss ich mich jetzt kurz aufregen, ich kann auch diese Hashtags, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja, genau. Hustle, Entrepreneur, alles gut. Es ist einfach ein Schmarrn. Und man ist dann auch wirklich ständig, man hat ja wirklich das Gefühl, jeder Dritte ist mittlerweile Unternehmer, jeder Dritte ist wirklich reich sowieso. So dieses Lifestyle-Unternehmertum, einfach nur, um es nach außen zu transportieren, weil man es irgendwie cool und fancy findet. Also ich kann dem nichts abgewinnen. Also wenn dann wirklich für eine Sache brennen, die Sache durchziehen, die Sache machen und dann in Kauf nehmen, dass das halt irgendwie, dass man da halt mal ein paar Freunde weniger hat und vielleicht ein bisschen auf Privatleben verzichten muss, das ist bei uns genauso. Aber wenn du für eine Sache brennst und sie richtig durchziehst, ja, dann schaffst du es auch. Also ich meine, wir sind das beste Beispiel. Unsere kleine Gurkentruppe hier. Die Gurkentruppe. Ja, seit anderthalb Jahren am Start und trotzdem 50.000. Also schlecht ist das nicht, ne? Aber wir kommen jetzt direkt zum nächsten Geheimtipp, da musst du mal gucken. Genau, unsere Vlogs bei Bits and Pretzels. Wir gucken hier nochmal kurz rein. Stefan Raab. Das war geil, ja. Das war geil, geile Keynote. Also viel besser kann man das wirklich nicht machen, habe ich, glaube ich, damals schon im Video gesagt. Und dann haben wir noch hier den CTO von Amazon. Das war auch ein super cooles Gespräch. Im zweiten Teil hatten wir dann den Infineon-Chef. Alles spannende Insights. Und ich fand einfach, dass es irgendwie ein lockerer, cooler Vlog geworden ist. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn da nochmal ein paar Leute irgendwie draufklicken und sich das nochmal anschauen, weil das sind wirklich gute Videos. Ja, die sind leider nicht so gut gelaufen. Kam nicht schlecht an, aber von den Klicks her war es irgendwie leider nicht so, genau. Kommentare auch. Und wir hatten ja damals im letzten Jahr noch unsere große Poker-Aktion mit Jan Heidmann. Da hatten wir zum ersten Mal dann auch wirklich richtig viele Gäste. Der Jan war ja da als unser Speaker sozusagen, die Caro von bunte.de. Wen hatten wir noch? Daniel Föst von der FDP. Der danach sitzt mittlerweile durchgestartet ist. Also ja, genau, richtig. Sitzt mittlerweile im Bundestag. Und Gero Gode, Fondsmanager, Small Caps, alles super coole Leute. Leider war das halt so, ich glaube, da war die Idee besser als die Umsetzung. Wir hatten einfach zu viele Leute am Tisch, es wurde zu viel durcheinander geredet. Man konnte Jan leider nicht so richtig folgen. Wir hatten uns, glaube ich, auch zu viel vorgenommen mit den Kameras und mit dem Schnitt. Mhm. Also was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir zumindest was Ähnliches nochmal in der Pipeline haben oder zumindest lose drüber nachdenken, das nochmal auf eine ähnliche Art und Weise zu produzieren, aber dann werden wir es definitiv besser machen, als wir es da gemacht haben. Aber diejenigen, die vielleicht trotzdem nochmal Lust haben, reinzuschauen, ey, guckt euch das an. Jan Heidmann ist echt ein cooler Typ auch. Jetzt habe ich meinen Geheimtipp hier gerade gefunden. Weißt du das noch hier? 2000 Abo-Special. Mensch. Wann war denn das? Das war im April oder so, ne? Steht das irgendwo? Ja, sowas, glaube ich, Anfang des Jahres. April 2017 oder März vielleicht. März vielleicht, sowas Anfang des Jahres auf jeden Fall. Ja, genau, da hatten wir den Whisky getrunken und Zigarre geraucht, genau. Das war wirklich, also ich finde damals, da waren wir ja noch nie so weit, da ist das von der Optik her ganz cool. Und sozusagen meine Geheimtipps, eigentlich fast alle Abo-Specials, wir haben da coole Sachen gemacht, wir haben ein Quiz gemacht, wir haben, und wirklich damals bei den Abo-Specials bei 1000, 2000, 3000 haben wir uns eigentlich richtig Mühe gegeben. Ja. Und es werden uns immer wieder Fragen gestellt, so persönliche Fragen jetzt,
immer wieder mal, wer seid ihr eigentlich, warum seht ihr so scheiße aus, was soll das Ganze eigentlich, bla bla bla. Also genau solche Fragen beantworten wir da eigentlich, also wirklich sehr viel Persönliches, was wir mit unserem Geld vielleicht privat machen, was wir so für einen Background haben, was wir für genau, Fehler gemacht haben im Leben. Diese Einblendung irgendwie da. Zum Beispiel, dass Timo aus dem Sauerland kommt und mehr schmutzige Geheimnisse, also lauter sowas, auch wirklich fällt. Dass du immer kalt duscht und dass es dich nervt, wenn du gefragt wirst, ob das deine echte Haarfarbe sei. Ja, zum Beispiel. Und warum wir, warum ich Single bin zum Beispiel damals. Und da sind ja lauter so persönliche Fragen. Also hier Lieblingsstadt sehe ich gerade und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall kann ich empfehlen, wenn man jetzt wirklich an der harten Sache interessiert ist, nur an Aktien, dann ist es vielleicht nicht optimaler, wenn man jetzt über uns was wissen will, dann ist es eigentlich perfekt, sich mal so ein Abo-Special reinzuziehen, wie das heute natürlich auch, wo vielleicht noch ein bisschen, wo wir, glaube ich, authentischer sind, ein bisschen rumblödeln, ein paar Stories auspacken. Also kann ich euch nur empfehlen. Last but not least kommen wir jetzt zum coolsten Moment oder zum legendärsten Moment, den die Mission Money jemals zu bieten hatte. Und zwar war das unser erstes Interview mit Florian Homm. Ja, da gab es so einen Moment, wir müssen hier nochmal reinschauen. Was wird Ihnen denn da vorgeworfen? Konspirative Manipulation und Stockpushing. Ja? Okay. Pump and Dump und so ein Kram. Ja. Und Sie waren das nicht? Da sehen wir es. Ja, das ist schon... Der zittert dann da nochmal. Ja, ja, genau. Da kommen ganz unangenehme Gefühle jetzt gerade wieder rauf. Also ich kriege heute noch ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Angst, wenn ich das sehe. Ich glaube, da war es echt kurz davor, dass der Watschenbaum fiel. Aber ich fand, so unverschämt war meine Frage eigentlich gar nicht. Nee, ich fand's auch okay. Man kann immer fragen, ob es war oder nicht. Okay, es war natürlich ein bisschen... Darth Vader-Moment. War wirklich ein Darth Vader-Moment. Okay, die Frage war natürlich ein bisschen, sagen wir mal... Ich habe mich da ein kleines bisschen im Ton vergriffen, habe mich auch definitiv entschuldigt. Finde ich aber gar aber nicht so. Also ja, ich mein, es war ja schon ein bisschen, aber es war, glaube ich, nicht so gemeint, wie es klang. Ja, es war so ein bisschen so dieser joviale Tonfall, da fühlt man sich, glaube ich, trotzdem wirklich ein bisschen verarscht. Ja, aber naja, whatever. Auf jeden Fall war es ein guter Moment. Viele von euch haben den Moment auch gefeiert in den Kommentaren. Und ja. Einen habe ich noch. Einen Moment, was ich auch sehr lustig fand. So. Also mein coolster Gast war irgendwie fast nach wie vor Ken Fischer. Okay. Ich fand den überragend, weil der wirklich fachlich gut ist. Der hat eine coole Ausstrahlung und ist auch mega witzig. Und das ist mein Moment, an den ich mich nur erinnere, ist nicht im Video zu sehen, leider. Wir haben oben gedreht in so, weiß ich nicht, 5., 6. Stock. Da war so eine riesen Palme oder so, so eine Pflanze. Und Ken Fischer hat sich dann hinter dieser Pflanze versteckt und ist so vor und zurück. Lief leider die Kamera noch nicht, aber da hat man schon gemerkt, dass das einfach ein cooler Typ ist. Ja. Und trotzdem wirklich einiges drauf hat. Total auf dem Boden geblieben, total entspannt und hat Milliarden schwer. Also ja, da weiß man halt einfach irgendwie so, der Junge hat es geschafft, der muss sich niemandem mehr beweisen und besonders hat er auch keinen Stock hinten drin. Ne? Genau, also irgendwie so ein bisschen Freak natürlich, merkt man schon, ja. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht so reich geworden, aber halt trotzdem einfach vielleicht der coolste Börsenfreak, Börsen-Nerd trifft es vielleicht besser aller Zeiten. Definitiv. Hat uns sehr gefreut. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal irgendwann vor die Kamera. Das kriegen wir hin. Okay. Also nochmal. Aber jetzt schönen Donnerstagabend, mein Lieber. Vielen Dank. Auf die nächsten 50.000. Auf dich, auf euch. Auf euch. Danke euch. Also. Macht's gut. Bis bald. Ciao.